Sieht aber nicht so aus. Lederrüstung, das ist ja komplett uninteressant. Nö. Denkt daran, ich tue alles, um euch die besten Geschäfte zu bieten. Ist lasst mich einfach komisch. wissen, was ihr braucht. Ich stehe ganz zu eurer Verfügung. Der ist echt komisch. Was führt einen Breton nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Arsch. Sucht in meinem Laden auf. Ich habe ein paar Dinge, die ihr einfach lieben werdet. Ey, kann der mal aufhören, ey? Weg hier. Der ist irgendwie, ha? Ich wette, der würde es auch selber verkaufen, ey. Irgendwie ist der komisch. Kommt mir unsympathisch rüber. Okay, wir brauchen jetzt eigentlich mal. Da, genau das brauchen wir. Wir haben nämlich ziemlich viele Tränke, die wir mal verscherbeln können. Fangen wir an mit den ganzen steigert Stärke um 10 für 60 Sekunden Tränken. Die brauchen wir alle nicht. Und das ist, glaube ich, ein Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Jo. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Jo, was habt ihr zu verkaufen? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Nein. Aber okay. Wir haben zu verkaufen. Jede Menge. Ja, das kann weg. Das kann weg. Boah, die kauft auch. Das war doch eine Droge, oder? Die eigentlich nicht gekauft werden darf. Was auch immer. Hat die auch kein Gold mehr oder was? Och, komm schon, Frau. Kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Was hat die denn hier? So. Ich will meine doch nur loswerden, ey. Das gibt's doch nicht. Jo, sieht doch schon besser aus. Wein kann auch weg. Das behalten wir mal alles. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ja, tu erstmal die toten Libellen vom Tisch, ey. Sehr appetitlich. Oh, und wir waren gerade im Feuer. So, raus hier. Ich überlege gerade, das war's hier eigentlich. Jetzt haben wir. Haben wir jetzt überhaupt Plusgold gemacht? Ich glaube, ich hätte die Tränke nicht kaufen sollen. Damit haben wir ziemlich viel Geld rausgeschmissen. Aber okay, Karte. Dann machen wir jetzt eine Schnellreise nach Staubmanns Grab und gehen dann von da aus mal eben die Pläne stehlen. Oh, ein Riese. Riesen sind grundsätzlich friedfertige Wesen, solange ihnen keine Bedrohung zu nahe kommt und solange ihre Mammuts in Ruhe gelassen werden. Ja, ich meine, sie fühlen sich schon bedroht, wenn man sie anstarrt. Also wenn man vor die geht und die anguckt. Also ich habe mir generell ziemlich viel Angst vor denen und vor allem denen nicht mit gezogenen Schwertern zu denen laufen, dann sind sie, ja. Was ich aber auch verstehen kann, dann fühlen sie sich bedroht. Das ist ja normal. So, Staubmanns Grab. Kennen wir ja schon. Hier nochmal die wunderschöne Ebene. So, Richtung Höhle. Oh, und wie genial das Spiel einfach nur grafisch ist. Ich kann es nicht oft genug betonen. Guckt es euch an. Aber okay. Genug zur Optik. Darauf kommt es nicht immer an. Beispiel Gothic 4, wer es kennt. Also ich, ja, hab's bereut, aber egal.
Lange Geschichte, Gothic 4 werde ich eventuell mal ein Video zu machen. Ein Meinungsvideo, aber okay. Ja, hier ist die Höhle doch. Redorans Zuflucht. Klingt interessant. Rein da. Okay. Kartoffeln brauchen wir nicht. Kessel brauchen wir auch nicht. Salz brauchen wir auch nicht. Okay, Headset ist an. Böse. Hey, Hund. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Nein, du hast nichts gehört. Du bildest jetzt nur ein. Hier ist niemand. Drecksilberne Hand, ey. So, das ist Bier. Okay, wir werden jetzt mal ein bisschen Spaß an seinen Gegenstände mitnehmen. Oh, selbstverständlich Gold und Pfeile, die hat nichts wiegen. Novize, das dürfte eigentlich nicht allzu schwer sein. Oh oh. Oh oh. Okay, falsche Richtung. Juhu! Gold. Eisenpfeile und Gold. Okay, hier geht's weiter. Nur ein kleiner Schluck. Das ist wahre Macht. Denn wahrscheinlich diese geheime Magie macht Holz zu Gold. Ja. Wenn ich das bloß was? Könnte. Ich bin gar nicht hier. Schlechte Verlaufen aus. Antwort ist in der Hand. Okay. Und zeig mal, was du kannst. Wenn ihr tot seid, könnt ihr euch wesentlich leichter ausrauben. Das ist logisch, mein Freund. Geht auch, solange ihr noch könnt. Gnade. Hier hast du deine Gnade. So. Okay. Oh, Zwergenbogen. Schatzkarte. Die kann man sammeln. Kehre zu Aela zurück. Ja, machen wir jetzt. Kohl, Fleisch, Mana-Trank. Hier hat man... warum musste ich das unbedingt machen? Waffen, Silberschwert. S, Silberschwert weg. So. Jo, gehen wir zurück. Die Höhle war ja klein. Das bezeichne ich nicht als Dungeon, sondern wirklich nur als Höhle. Das war ja nicht